So wird er dich nonstop vermissen, meine Liebe. Wenn du das tust, denkt dieser Mann nur noch an dich. In diesem Video zeige ich dir 7 Strategien, die du jetzt sofort umsetzen kannst, die sein Herz höher schlagen lassen und ihn dazu bringen, nur noch an dich zu denken. Bevor wir loslegen, meine Liebe, abonniere meinen Kanal, damit du all die spannenden Videos auch immer sofort bekommst. Und du tust mir einen persönlichen Gefallen damit. Ich freue mich über jede neue Abonnentin. Das Vermissen ist ein wahnsinnig starkes Gefühl. Dieses Gefühl des Begehrens. Man denkt die ganze Zeit an einen Menschen. Man will ihm nah sein. Er fragt sich, was du gerade tust, was er dir schreiben soll, wie er dich glücklich machen kann, wie er dich zu einem nächsten Date einladen kann. Das hätten wir alle gern, nicht wahr? Warum haben wir das so gern? Weil uns das feminin macht. Es macht uns weich. Dein Östrogenspiegel wird erhöht. Wenn ein Mann sich um dich bemüht, wenn dir das Gefühl der Sicherheit gibt. Du fühlst dich weiblicher dadurch, du fühlst dich attraktiver, du fühlst dich sexier und du bist auch automatisch mehr bereit, mit dem Mann intim zu werden. Das wissen die Männer nicht. Wenn sie das wissen würden, würden sich manche ein bisschen anders verhalten, nehme ich mal an. Long story short, in diesem Video zeige ich dir, was es braucht, damit dich ein Mann vermisst. Und bevor wir dazu kommen, ich habe 7 Punkte für dich vorbereitet, möchte ich dir kurz erklären, warum emotionale Bindung so wichtig für das Vermissen ist. Vermissen kann es nur geben, wenn es emotionale Bindung gibt in irgendeiner Form. Emotionale Bindung kann es schon sehr früh geben, wenn man sich kennenlernt. Man kann das von Anfang an auslösen. Das ist leichter, als du denkst. Eines ist aber wichtig, wo keine emotionale Bindung erzeugt wird, gibt es kein Vermissen. Wir vermissen Menschen nicht, zu denen wir keinen emotionalen Bezug haben. Du kennst es vielleicht vom Online-Dating. Da gibt es ein paar Männer, da hast du irgendwie, da fühlst du mehr, obwohl du nur mit ihnen geschrieben hast. Und dann gibt es welche, die sind so, ja, da kommt nicht so richtig die Stimmung auf und du weißt auch nicht warum. Und das ist bereits emotionale Bindung. Es gibt Männer im Online-Dating, da klopft dein Herz, wenn die schreiben und du freust dich und bei manchen schaust du rein und sagst, oh, okay, der hat geschrieben. Und damit du emotionale Bindung erzeugst, sind folgende Punkte wichtig. Erstens, Reziprozität. Das heißt, Gefühle werden erwidert. Wenn ich kein Interesse zeige, dann kommt nichts zurück. Außer der Mensch ist schwer gestört und steht auf Zurückweisung. Aber normalerweise funktionieren unsere Gehirne so, der Mann braucht deine Aufmerksamkeit. Er braucht von dir, sei es ein direkter Blickkontakt. Und das ist super effektiv. Bitte teste das. Mach das ab jetzt bei den Dates, die du hast. Halte einfach länger Blickkontakt und lächle ihn an. Das führt zur Reziprozität. Das wird von ihm erwidert. Und so beginnt emotionale Bindung. Zweitens, gemeinsame Erlebnisse. Wenn man miteinander Dinge erlebt, entsteht emotionale Bindung. Und das kennst du aus all meinen anderen Videos, wo ich Dating-Tipps gebe. Gemeinsame Erlebnisse an unterschiedlichen Orten erhöht die Bindung. Drittens, Authentizität. Wenn du authentisch und wahrhaftig bist, können sich Menschen besser mit dir verbinden. Wenn wir etwas vorspielen, wenn wir unser wahres Ich zurückhalten, dann sind wir nicht angreifbar, aber nicht im Sinne von negativ, sondern man kann nicht bei dir sein. Man weiß nicht, wer du bist. Und viele Frauen machen das aus Unsicherheit heraus. Und ich kann das nachvollziehen. Ich habe früher auch immer gedacht, ich muss irgendwie anders sein, als ich bin, bis ich erkannt habe, dass es am allerleichtesten ist und am angenehmsten ist, einfach du selber zu sein. Und das als guten Filter zu verwenden, weil alle, die bleiben, nachdem sie mich kennengelernt haben, so wie ich wirklich bin, das sind die richtigen Leute. Und alle, die dich nur mögen, weil du dich verstellst, sind die falschen Leute. Ich mache das mittlerweile auch, wenn wir Mitarbeiter anstellen für Soulmate Coaching in den ersten Interviews. Ich bin von Anfang an komplett authentisch, so wie ich bin. Und ich sage denen, was ich denke, und was ich fühle und was die Herausforderungen sind. Und wenn dann jemand sagt, nee, dann will ich nicht in der Firma arbeiten, umso besser. Dann ersparen wir uns beide eine Zusammenarbeit, die für uns nicht angenehm gewesen wäre. Nummer 4. Körperliche Berührung. Und ich spreche nicht von Sex, sondern von, du weißt schon, dieses über den Arm streichen, mal am Nacken berühren, zufällig am Bein anstoßen. Berührungen erzeugen nicht nur gute Gefühle, sondern sie binden auch emotional. Und last but not least, gemeinsame Ziele und Pläne. In dem Moment, wo wir uns festlegen, lass uns nächsten Samstag gemeinsam ins Museum gehen, lass uns doch mal dieses Restaurant testen. In dem Moment erzeugen wir Bindung. So, jetzt sprechen wir über die 7 Strategien, um sein Vermissen massiv zu erhöhen, meine Liebe. Bevor ich dazu komme, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Ich habe einen großartigen Videokurs, der heißt Pandoras Geheimnis. Das ist ein dreiteiliger Videokurs. In diesem dreiteiligen Videokurs bekommst du ihn verfügbar. Führen, ihn bekommen, ihn behalten. Das heißt, im ersten Teil geht es darum, was Männer brauchen, damit wirklich ihr Herz höher schlägt, damit sie sich Hals über Kopf in eine Frau verlieben. Im zweiten Teil geht es darum, wie man Beziehung
aufbaut, wie du von diesem ersten Moment des Kennenlernens und des Feuers in eine richtige Beziehung kommst, sodass er weiß, du bist die eine für ihn. Und im dritten Teil geht es darum, wie du diese Beziehung dauerhaft glücklich machst. Hast du Bock auf das? Sehr schön, ich habe nämlich einen Gutschein für dich. Der Gutschein lautet Petra20 und wenn du den Gutschein eingibst, kriegst du 20%, du hast es richtig erraten. Du kommst zu Pandoras Geheimnis Videokurs direkt über den Link unter dem Video. Hol dir das, hol dir deine 20% und erfahre, wie du mit deinem Traummann glücklich wirst. So, jetzt sprechen wir über das Vermissen. Bist du bereit? Erstens, weniger ist mehr beim Texten. Ja, ich weiß, es ist schwer. Da schreibt er und du freust dich und dann schreibt er vielleicht viel und oh, man freut sich und... Denk daran, wenn du ein bisschen weniger schreibst, manchmal ein bisschen geheimnisvoll bist, nicht zu viel von dir preisgibst, dann wird er neugierig. Das bedeutet, er denkt über dich nach. Wenn er über dich nachdenkt und er merkt, du bist nicht da, beginnt er dich zu vermissen. Zweitens, das Wartespiel. Das Wartespiel bedeutet, antworte nicht sofort auf seine Nachrichten. Nicht immer. Es gibt eine schöne Technik, das intermittierende Antworten. Das bedeutet einfach mal so, mal so. Du kannst es dir wirklich ganz einfach merken, an einem Tag antwortest du gleich, am nächsten Tag lässt du ihn 2 Stunden warten, am übernächsten Tag lässt du ihn 4 Stunden warten, dann nur 10 Minuten und so wechselst du das ab. Und das führt dazu, dass er überhaupt nicht weiß, wann kommt etwas von dir und dass er automatisch beginnt, dich mehr zu vermissen. Drittens, leg als erstes auf oder beende das Gespräch als erstes. Das ist auch super schwer. Wenn man gerade in so einem guten Flow ist und es ist gerade so, ah, es passt gerade alles und man will sich unterhalten und vielleicht hat man sogar gerade eine Menge Zeit und genau das ist der Moment, wo du sagst, ich muss jetzt weg oder war schön mit dir zu sprechen oder ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen und du beendest das Gespräch. Wenn du zuerst das Gespräch beendest, so schräg es klingt, hast du ein bisschen mehr Kontrolle und er fühlt sich automatisch ein bisschen mehr hingezogen. Es erweckt in ihm den Jagdtrieb und das ist eine gute Sache, weißt du? Wenn du jetzt sagst, ja, aber Kontrolle, das klingt nicht gut. Das ist vielleicht nicht das perfekte Wort dafür, sondern es gibt ihm die Möglichkeit, Mann zu sein. Weißt du, weil er muss dann von sich aus auf dich zugehen. Und das stärkt seine männliche Energie ganz massiv. Und das führt dazu, dass er dich erobern will. Nummer 4. Hab deine einzigartige Signatur. Das bedeutet etwas wie ein bestimmtes Parfum, ein bestimmtes Accessoire, etwas, das dich ausmacht, etwas, das nur du hast und das er mit dir verbindet. Das kann auch ein bestimmter Schmuck sein, das kann dein Style sein. Also überleg dir mal, was deine Signatur sein könnte. Fünftens, bleib geheimnisvoll, nicht alles verraten. Halte Dinge zurück. Wenn er sagt, und hast du am Wochenende schon was vor? Ja, ich treffe mich mit Freunden. Fertig. Nicht die Details, wo, wann, wer und was, sondern einfach, ich treffe mich mit Freunden. Oder, ja, warum ist deine Ex-Beziehung gescheitert? Wir haben uns auseinandergelebt. Fertig. Ich meine, zu einem späteren Zeitpunkt wollen wir natürlich über alles miteinander reden können, aber ein bisschen geheimnisvoll zu sein, stärkt sein Vermissen ganz enorm. Nummer 6. Gegenstände versehentlich bei ihm liegen lassen. Du weißt schon, du warst bei ihm und dann vergisst du ein Ohrring. Oder wenn du über Nacht bei ihm warst, vergisst du vielleicht ein BH oder sowas. Lass einfach etwas liegen, das ihn immer an dich erinnert. Gleich kommen wir zu Punkt Nummer 7, aber davor, meine Liebe, eine wichtige Botschaft an dich. Denk daran, du bist es wert, dass sich ein Mann auch um dich bemüht. In einer Beziehung geht es nicht darum, dass die Frau alles möglich macht und die Frau jetzt alle Strategien kennt und ihn verführt und ihn dazu bringt, sie zu vermissen. Es geht auch darum, dass er die Bereitschaft hat. Wenn du es mit einem Mann zu tun hast, der sich gar nicht um dich bemüht, der dich respektlos behandelt, dann ist es besser zu gehen. Es ist besser, ihn loszulassen und neue Männer in dein Leben zu lassen. Wenn du an jemanden hängst, der sich nicht um dich bemüht, der sich nicht für dich interessiert, der sich keine Zeit für dich nimmt, dann hinterfrage, was das für ein Muster ist. Was bringt dich dazu, dich so schlecht behandeln zu lassen? Gut, das wollte ich nur noch mal gesagt haben, weil es mir wahnsinnig wichtig ist und weil ich so oft sehe, dass Frauen sich ausbrennen im Kampf um einen Mann, der eigentlich in Gedanken schon längst woanders ist. Stimmst du mir dazu? Dann hinterlass mir einen Kommentar. Und jetzt zu Punkt Nummer 7, posten auf den sozialen Medien. Hin und wieder nicht übertreiben und nicht Duckface-Selfies, sondern poste auf den sozialen Medien, dass es dir gut geht. Lass ihn ein bisschen teilhaben an den spannenden Dingen, die du ohne ihn erlebst. So, meine Liebe, ich danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video.